Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. Ihr seht schon, um welches Auto es sich heute hier in dem Video dreht. Das ist der 3-Liter TDI Lupo, den habe ich ja in einem kurzen Video vor einiger Zeit mal vorgestellt. Einige von euch haben es sich gewünscht und ich dachte, dass das auch echt mal ganz interessant ist. Ich möchte in diesem Video den Lupo einmal aufbereiten. Ja, es ist hier keine aufwendige Aufbereitung, sondern echt eine ganz, ganz schnelle Aufbereitung aufgrund von fehlender Zeit. Wollen wir hier wirklich mal schauen, was wir in 2, 3 Stunden hinbekommen. Das heißt, es werden sicherlich keine professionellen Ergebnisse sein und ja, Profi-Aufbereiter werden hierüber sicherlich nur schmunzeln können. Aber ich denke, in der Kürze der Zeit werden wir hier trotzdem ein bisschen was rausholen können. Ihr habt schon gesehen, der Lack hat relativ viele Kratzer drauf, sehr viele oberflächliche Kratzer. Die tiefen Kratzer, das kann ich vorweg sagen, werden wir in der Zeit nicht rausarbeiten können. Das ist ja zeitlich nicht möglich. Aber zumindest diesen Grauschleier, diese ja, leichte Mattierung und diese ganzen Spinnenweben-Waschkratzer, die hier oberflächlich auf dem Lack drauf sind, die möchte ich rauskriegen und da schauen wir mal, wie wir das Ganze hier heute gemeinsam einmal hinbekommen. Der Innenraum hat auch eine Aufbereitung nötig. Hier werde ich mich heute in dem Video einmal um die Polster kümmern. Da werden wir mal eine kleine Nassreinigung machen und mal schauen, ob wir die gröbsten Flecken, die sich hier in den 20 Jahren der Nutzung angesammelt haben, wieder rausarbeiten können. Ja, wir beginnen jetzt erstmal mit dem Knetvorgang. Der Lack ist ziemlich stumpf. Wir müssen auf jeden Fall kneten. Ich nehme hier wieder diesen Clayball von Sonax. Meiner Meinung nach das sinnvollste Knetwerkzeug. Ich habe da, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Ja, letztes Jahr muss es gewesen sein, mal ein ausführliches Video gedreht, welche Knetwerkzeuge für welchen Einsatzzweck empfehlenswert sind. Könnt ihr gerne mal in meinem Kanal suchen. Und für mich hat sich so herauskristallisiert, dass eigentlich dieser Clayball so das praktischste Werkzeug ist. Also ich arbeite damit an und für sich am liebsten. Deswegen, ja, kommt er auch hier zum Einsatz. Super einfach. Einmal ein bisschen Shampoo-Wasser aufgesprüht auf den Lack und auch ein Eimer mit Shampoo-Wasser bereitgestellt, wo man den Clayball zwischendrin auswaschen kann. Und dann geht man einfach Bauteil für Bauteil über den Lack rüber. Also schneller kann man so einen Lack nicht kneten. Ist echt eine super Sache. Anschließend wird das Ganze einfach hier einmal trocken gewischt. Und dann haben wir auch schon direkt eine super Vorbereitung, um gleich mit dem Polieren loslegen zu können. Poliert wird wieder mit meiner Liquid Elements T4000 V2 Exzenterpoliermaschine. Kostet, glaube ich, so zwischen 120 und 150 Euro. Also auch für Einsteiger absolut erschwinglich und man erzielt echt gute Ergebnisse. Dazu die Correction Compound von Meguiar's, passend dazu auch das Microfiber Correction Pad. Das ist ja so ein Mikrofaserpolierpad. Ich werde hier einen Durchgang bei dem Wagen machen. Wir werden hiermit auf die Schnelle relativ viele Defekte schon mal beseitigen können, aber längst nicht 100%. Also wir kriegen die oberste Schicht weg, ne? Diese obersten Spinnweben wollen wir wegkriegen und mehr machen wir nicht. Wir machen jetzt hier auch keinen weiteren Finish-Durchgang oder so. Denn ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen rumprobiert und es ist tatsächlich so, dass dieser uniblaue Lack nicht zu Hologrammen neigt, sodass ich mir jetzt sicher bin, dass wir hier mit diesem einen Durchgang ganz gute Ergebnisse erzielen können. Hätte man jetzt einen schwarzen Lack, könnte man das auf gar keinen Fall machen. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, was möglich ist. Der Lack hat übrigens auch Klarlack drauf, vielleicht noch ganz wichtig zu erzählen. Ansonsten wäre die Politur wahrscheinlich auch ein bisschen zu stark, aber der doch recht starke Volkswagen-Klarlack erfordert eigentlich immer relativ harte Waffen, so dass ich jetzt hier direkt zu dem Mikrofaserpad greife. Ja, ich verteile mir die Politur hier auf Stufe 1 bis 2 und wenn ich das gemacht habe, dann stelle ich auf Stufe 5 von 6 oder auf 6 von 6. Da muss man einfach schauen, wie man besser klarkommt. Poliermaschine hoch und arbeite mich jetzt hier in den typischen Kreuzgängen vor. Das kennt ihr ja alle schon zur Genüge. Ja, muss man sich so ein bisschen Zeit lassen. Ich mache auch nur einen Durchgang, wie gesagt. Wir haben einfach heute nicht ganz so viel Zeit. Und ich wollte es unbedingt einmal hier schaffen, dem Lupo wieder so ein bisschen zu Glanze zu verzaubern. Und deswegen machen wir hier einfach mal so eine ganz schnelle Aufbereitung. Ja, die Maschine, die T4000 V2, hat vorne so eine Anzeige. Ja, ich glaube, mein Arm verdeckt es gerade so ein bisschen, leuchtet jetzt grün. Wenn man zu viel Druck ausübt, dann leuchtet sie rot. Das ist eigentlich eine super Sache, auch gerade für Einsteiger. Wenn man ja manchmal noch nicht so gut weiß, wie man die Maschine richtig hält, bekommt man da immer so ein kleines Feedback. Also ich kann die Maschine echt empfehlen. Ich habe sie jetzt auch schon echt lange im Einsatz, schon das ein oder andere Auto mit poliert und ich bin nach wie vor super zufrieden. Also Preis-Leistung unschlagbar gut. Ehrlich empfehlenswert.
Ja, wir haben jetzt hier einen Durchgang gemacht, dann wische ich die Politurreste ab. Bei der Meguiar's Correction Compound geht das auch immer super einfach. Da seht ihr hier mit dem Mikrofasertuch ein einfacher Wisch und die Haube ist wieder blank. Ja, das ist dann das Ergebnis nach dem ersten Durchgang. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal nochmal einmal den unpolierten Lack an. Hier sehen wir die ganzen Spinnenweben und ja, vor allem den Grauschleier. Das ist auf der Kamera mal schwierig zu erkennen, aber wir haben unheimlichen Grauschleier hier auf dem Lack drauf, einfach weil die ganze Oberfläche ja komplett in einem Stück verkratzt ist. So, und jetzt gehen wir gleich mal auf den bereits polierten Teil über und da können wir sehen, dieser Grauschleier, den haben wir komplett entfernen können, ne? Ich hoffe, das kommt hier so ein bisschen rüber. Diese Spinnenweben sind weg, aber die Tiefenkratzer sind alle noch da, ne? Also das seht ihr. Also das kann man schon mal so als vorläufiges Fazit sagen. Wenn man wirklich keine Zeit hat und nur mal so 2 Stunden investieren möchte und so ein Auto polieren möchte, dann kriegt man es eigentlich nur hin, dass diese oberflächliche Kratzerschicht entfernt ist, dass der Grauschleier weg ist, aber die Tiefenkratzer kriegt man so schnell mit einem Durchgang, je nach Lack, aber bei einem harten VW-Lack einfach nicht raus. Aber uns reicht das hier in diesem Fall auch schon, denn wir haben hiermit den Glanz auf jeden Fall wiederherstellen können. Wenn man jetzt den Wagen von weitem betrachtet, ist er wieder ordentlich am Glänzen, einfach weil dieser Grauschleier weg ist. Also das ist einfach schon mal ein riesengroßer Effekt. Eignet sich auch super, wenn man ein Auto verkaufen möchte oder so, als Verkaufsaufbereitung. Bevor man jetzt zu so einem 100-Euro-Aufbereiter geht, ganz ehrlich, kaufe ich mir lieber für 100 Euro eine günstige Maschine und mache es selber. Ja. Wir versiegeln den Lack hier direkt auch. Ich nehme hier das Soft 99 Fusso Coat Speed and Barrier Spray. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich hatte es noch im Keller stehen und wollte mal schauen, wie das so performt. Habe ich bisher in einem Video auch noch nicht gezeigt. Deswegen dachte ich mir, eignet sich das hier in dem Video vielleicht ganz gut. Eins vorweg, ich habe die Haube vorher noch mit EPA entfettet. Da habe ich leider vergessen, die Kamera anzuknipsen. Also natürlich nach der Politur einmal kurz entfetten, damit man die Rückstände der Politur raus hat. Ansonsten kann die Versiegelung natürlich nicht so gut auf dem Lack anhaften. Ja, Ergebnis davon schauen wir uns im Nachgang an. Jetzt geht es direkt erstmal nahtlos weiter mit der Innenraumreinigung. Ich nehme wieder diese Interior Scrub Pads von Glanzcar. Habe ich auch schon mal ein Video zugemacht. Super empfehlenswert. Braucht man keine Bürste, kein Pinsel mehr im Grunde. Habe ich jetzt den ganzen Innenraum mitgemacht. Super Produkt. Dazu nehme ich den A1 All-in-One Innenraumreiniger von Dr. Wack. Der ist ja sowohl für Glasflächen, für Polster, für Leder, für Kunststoffe, für alle Bereiche einsetzbar. Somit auch super. Braucht man, wenn man sich überlegt, ein Auto aufzubereiten, nicht 1000 verschiedene Produkte in den Kofferraum packen, nimmt man einfach dieses eine Spray mit und das funktioniert hier in dem Fall auch echt gut. Ja, so gehe ich jetzt hier mit dem Scrub Pad, also einmal über die Flächen rüber, wische das mit einem feuchten Mikrofasertuch nach und dann lasse ich es auch einfach trocknen. Bei den Sitzen, da gehen wir anders vor. Da nehme ich von Arcrude SOS den Carpet Cleaner. Da wird mir der A1 von Dr. Wack wahrscheinlich nicht ausreichen, denn ja, dieser Carpet Cleaner von Arcrude SOS ist ja auch schon ganz oft von geschwärmt, meiner Meinung nach echt. Ja, so der empfehlenswerteste Polsterreiniger, den ich immer so im Einsatz hat, da kriegt man eigentlich alle Flecken mit raus. Also das ist echt ja ziemlich ordentlich, was man damit hinbekommt. Deswegen wird der hier direkt für die Sitze wieder eingesetzt. Mischungsverhältnis 1 zu 3 in der Sprühflasche, also durchaus schon etwas stärker angemischt. Denn diese grauen Sitze, ich glaube, die wurden wahrscheinlich 20 Jahre nicht aufbereitet. Da muss man echt mal hier so ein bisschen härtere Waffen aufsetzen. Ja, ihr seht das, ich arbeite hier den Reiniger mit dem Scrub Pad ein. Dieses Scrub Pad auch hier wieder super geeignet, einfach weil es schonender ist als so eine Bürste. Ne? Deswegen, ja, auch für Polstersitze absolut lohnenswerte Geschichte. Ja, bevor wir das Ganze jetzt absaugen mit dem Nasssauger, nehme ich jetzt einmal meine Quasar Venus und feuchte mir die Stellen hier nochmal so ein bisschen an, einfach damit der Reiniger, falls er schon getrocknet ist, wieder angefeuchtet wird und zusammen mit dem Dreck schön eingesaugt werden kann. Es bringt uns nichts, hier über den trockenen Sitz zu gehen. Da bleiben die Verschmutzungen einfach im Sitz drin. Wir wollen jetzt die angelösten Verschmutzungen ja in flüssiger Form quasi mit dem Sauger ausarbeiten. Deswegen einmal gründlich hier einspülen. Ja, und jetzt nehme ich meinen Caramba 5.0. Ja, ich weiß, langsam wäre bei mir vielleicht auch mal ein richtiger Nass-Trockensauger, ein Waschextraktionssauger lohnenswert. Hätte ich auch echt mal Bock drauf, aber die sind ja teilweise doch recht teuer. Deswegen, ja, vor dieser Anschaffung scheue ich noch so etwas. Deswegen habe ich immer noch meinen Caramba 5.0. Ich meine, hiernach ist der Sitz niemals hundertprozentig trocken. Das muss man ganz klar sagen. Da sollte man den Wagen erstmal nochmal 2 Stunden in die Sonne stellen. Aber so für den Hobbyanwender, wie ich es ja bin, kann man hiermit echt schon ganz gute Ergebnisse erzielen. Und ich meine, was kostet der Sauger? Um die 50 Euro. Ihr wisst selber, wie oft ich den schon im Einsatz hatte. Ja,
Das ist schon echt ein sehr, sehr gutes Produkt. Ja, ihr seht das hier, wie ihr mit relativ viel Kraft über die Sitze rüber drückt, das Polster so ein bisschen zusammen. Ja, so wie man es kennt, wenn man einen Schwamm ausquetscht, ne? Sodass hier wirklich das Polster die Flüssigkeit freigibt und dass der Sauger die Flüssigkeit hier auch gut aufnehmen kann. Ja, dann sind wir im Grunde mit der Aufbereitung auch schon durch. Ich habe zwischendurch natürlich noch Reifenglanz aufgetragen, die Kunststoffe so ein bisschen aufbereitet. Aber ich habe das hier in dem Video jetzt erstmal kurz gehalten. Ja, wir testen jetzt einmal hier das Soft 99 Fussocoat Speed and Barrier Spray. Ihr seht, Versiegelung ist inzwischen auf jeden Fall vorhanden. Aber ja, so hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Ablaufbahnen sind doch relativ arg. Das heißt für mich, ja, das Fazit zu dem Speed and Barrier, es ist eher als Topper für das normale Fussocoat gedacht oder um die Versiegelungseigenschaften des Fussocoats wieder etwas aufzufrischen nach einigen Monaten und als einzige reine Versiegelung meiner Meinung nach nicht unbedingt die erste Wahl, denn mit knapp 18 Euro für 500 Milliliter dafür einfach zu teuer, dass man mit einer Sonax Ceramic Spray Versiegelung deutlich besser beraten. Ja, aber war vielleicht auch mal ganz interessant, das in dem Video zu sehen. Ja, so sieht der Wagen jetzt aus. Wie gesagt, Kratzer sind noch da, aber er steht ja jetzt in der Sonne. Und das, was wir erzielen wollten, haben wir auch erzielt, einen schönen Glanz. Also dieser schöne, typische, uniblaue Lupo-Lack, Himmelblau, Babyblau, wie auch immer, ist echt wieder schön am Glänzen. Und ja, genau das wollten wir ja in dem Video auch hinbekommen, haben wir geschafft. Ich denke, so ist das Ganze wieder etwas besser vorzeigbar. So macht der Wagen wieder einen schönen Eindruck. Meiner Meinung nach ist das ja, habe ich ja in dem letzten Video auch gesagt, ein auf jeden Fall erhaltenswerter Oldtimer oder Youngtimer, zukünftiger Oldtimer, denn diese 3-Liter TDI-Technologie ist echt beeindruckend. Ne? Das ist ein super genialer Spritsparmotor. Diese ganze Magnesium-Konstruktion und so, die ja teilweise bei einigen Bauteilen durchgeführt würde, ist echt wirklich spannend. Ja, deswegen hat sich das auf alle Fälle gelohnt. Auch im Interieur sieht das Ganze wieder besser aus. Die gröbsten Flecken haben wir rausgekriegt. Auch hier keine 100% möglich in der Kürze der Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich denke, mit dem Ergebnis kann man sich vorerst erstmal zufriedenstellen. Ja, schreibt mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das ist alles andere als professionell. Aber so kann man mal sehen, was man wirklich auf die Schnelle so schaffen kann. Ich meine, das Auto sieht jetzt echt wieder sehr vorzeigbar aus. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video hier bei Autoverrückt. Ciao.